Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück in Mittelerde. Ja, wir sind immer noch hier in der grünen Welt unterwegs. Und da hinten sind ein paar Sklaven, die wir natürlich gleich befreien werden, weil wir so nett und so toll sind. Wie war denn das hier mit dem Rennen und dem so weiter? So. Oh, hier war ja auch einer, an dem bin ich glatt vorbeigelaufen. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn man es halt nicht sieht. Hat ja super funktioniert hier. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. So, der nächste ist unten und den schießen wir mal kurz im Kopf. Und tschüss. Ist noch einer? Wo? Da. Gleich nicht mehr. Sehr schön. Gut, dann schauen wir doch mal auf die Karte und gucken wir mal, was wir so machen können. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zum Aufdecken. Ich würde auch sagen, wir machen, wir machen jetzt erstmal die ersten drei Türme noch, oder? Damit wir so in etwa einen Überblick haben, was wir hier dann noch so machen müssten. So im Groben und Ganzen. Das ist wirklich noch eine ganze Menge. Ich habe gerade mal durchgeguckt gehabt vor der Aufnahme und da sind echt irgendwie, wir haben erst 9 Sklavenquests von 24. Das ist echt eine ganze Menge. Was sie da noch offen haben. Und ganz ehrlich, bei den Sklavenquests sehe ich das auch gerade im Moment ein bisschen schwierig, weil theoretisch ist es immer das Gleiche. Also da ist wirklich jetzt nichts nichts Großartiges, Anspruchsvolles wollte ich gerade sagen, aber da. Oh je, ich muss es erst wieder lernen, wirklich. Also ich stelle mir halt echt die Frage mittlerweile, ob wir nicht das vielleicht ganz einfach auslassen und zwar die ganzen Waffenquests und so alles noch machen, weil ich finde, das gehört dazu. Aber dass wir diese ganzen Sklavenquests, also wie gesagt, da sind jetzt noch 15 Stück müssen wir noch machen. Das ist echt wirklich wahnsinnig viel. Und so spannend ist es für euch ja eigentlich auch nicht. Also vermute ich zumindest, dass es für euch jetzt nicht so spannend ist. Komm. Und jetzt haben wir gleich wieder ganz viele neue Sachen auf der Karte. Ich kriege jetzt schon Angst. Wow, schaut mal, das ist so viel. Das ist unglaublich. Ja, und schwupps ist alles wieder voll. Aber wie gesagt, wir machen erstmal fix die ganze Türme und dann können wir vielleicht da hinten die Quest mit Big Game, mit Torvin, mit dem Zwerg vielleicht noch machen. Das ist ja eine Hunting-Quest, glaube ich. Also wäre jetzt meine Vermutung, er als großer Jäger. Es hat mir gerade das Wort gefehlt, Entschuldigung. Wäre ja schon an sich nicht schlecht. So, hier unten hätten wir gleich nochmal ein paar Sklaven, die wir befreien können. Komm. Sollte ich öfter mal nutzen. Funktioniert gut, das Ding. Gerne, gerne. Hübsch, hier, guck mal, hier ist richtig so ein bisschen mit Wasser und so ein bisschen morastmäßig. Fort Morn. Okay. Für diejenigen, die sich gewundert haben, also ich persönlich wusste es nicht, es gibt tatsächlich ein Meer in Mordor und das ist jetzt lasst sich mal ganz kurz nachdenken, südöstlich praktisch von all dem ganzen Gedöse, den wir so aus den kennen, also von Barad-dûm und so, da gibt es tatsächlich unten ein Meer, das Nurnenmeer. Ich musste nachgucken, mich hat es so ein bisschen interessiert, deswegen hatte ich mal kurz geguckt und ja, es gibt tatsächlich ein Meer. Das ist ja das, wo wir gerade sind. Na, also wir hatten ja hier irgendwo um die Küste hier. Und ja, ich fand das mal ganz spannend. Ich glaube, wird jetzt so in den
normalen Büchern ist es mir jetzt zumindest nicht aufgefallen, aber ich sag mal, in den Büchern wird ja auch so viel erwähnt. Das schafft oder so kein Mensch, sich das irgendwie alles dauerhaft zu merken. Ich schon mal gar nicht. Ich habe die Bücher auch an sich nur, ich glaube, zweimal gelesen und den Hobbit auch zweimal, aber ja, das ist ja auch nicht unbedingt so ein Kurzzeitprojekt, was man da dann angreift. Ne? Das ist ja, da liest man ja ein paar Monate dran. Also ich zumindest. Ich lese zwar gerne, aber nicht unbedingt so viel, dass ich, also ich habe die Zeit dafür auch gar nicht. Hallo? Warum geht denn das nicht? Ich wollte gerade einen Shadow Strike machen, das ging aber irgendwie nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Achso, jetzt habe ich keine. Jetzt hatte ich keine Pfeile mehr. Also holen wir uns mal gleich welche. Und kämpfen uns gleich nochmal ein bisschen warm hier. So, und tschüss. Wo ist der andere hin? Ist der weggelaufen? Was haben wir denn da? Da haben wir ein Würmchen. Können wir uns an das Würmchen ranschleichen vielleicht? Was ist denn das? Wieso haben wir jetzt einen Karagor da noch mit bei? Wo kam der denn jetzt her? Ha? 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 Freche Wiesner. Wir räumen die vordere Dings hier weiter auf. Grisha the Hacker. Okay. Und tschüss. Jetzt haben wir das doofe Ding am Arsch, ne? Am Popo und allerliebsten. Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Geh weg. Komm, geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Such dir was anderes zum Spielen. Geh weg. Aua. Das hat wehgetan, falls dir das nicht aufgefallen ist. Mann, wo muss ich denn hier hin? Mann. Jetzt geh. Der ist immer noch an unserem. Jetzt ist er weg. Jetzt greift er gerade wahrscheinlich die Sklaven an oder so, die da unten gerade standen. Wow. Ich gehe mal hoch. So, der Karagor das erledigen. Wir müssen auch gleich mal gucken, was wir denn so als Jagdquesten eigentlich so noch offen haben. Jagd- und Sammelquesten. Die könnte man ja eigentlich schon machen. Da müsste man nur ab und zu mal ein bisschen gucken. Ratten. Wo sind denn Ratten? Ich glaube, das hatte ich mich beim letzten Mal auch schon gefragt, ne? Deswegen habe ich, glaube ich, auch... Ratten? Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wo finde ich Ratten? Und wir gehen jetzt zu Torbin. Na, nee, wir machen das anders. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit. Wir machen die Folge voll, indem ich jetzt hier noch schnell ein bisschen was sammle. Weil wir wissen ja... Was weg ist, ist weg. Und dann machen wir in der nächsten Folge Torwin. Wo ist denn das? Oben, unten, links, rechts, geradeaus, irgendwo hier. Sehr schön. Nani hier, Gelar Mordor. Davon haben wir nur noch 10 jetzt offen. Was haben wir denn? Artefakte haben wir auch. 26 von 42 ist auch noch eine ganze Menge. Ist Natur, Person, lalala. Lore sind wir fast durch. Visionen, die kommen ja durch die Hauptquests. Ja, ich kann ja noch mal ganz kurz, wo waren das? In Upgrades waren das, glaube ich. Hier im dritten Punkt. Da sehen wir 12 von 20 Hauptmissionen und wie gesagt 9 von 24 von den Sklavenmissionen. Ey, das ist wirklich echt noch eine ganze Menge. Und selbst hier bei den Waffenquests, von der ich eigentlich der Meinung war, dass wir das schon eine ganze Menge gemacht haben, haben wir zum größten Teil nicht mal die Hälfte.
Ja, wir sind wirklich nachlässig, muss man ja mal so sagen. Survival Challenges, was waren das? Ach so, ja. Ja, ne? Also gibt es noch eine Menge zu tun und so. Ich werde es nicht lernen. Ich drücke da jedes Mal den falschen Knopf. Es tut mir leid. Was haben wir denn? Wir haben hier auch einmal Informationen. Ist das denn ein Uruk oder ist das irgendwas, was hier unten rumliegt? Das ist der Sklave, ha? Boah, das sind aber auch ganz schön viele. Haha. Sehr schön. Vorderste Reihe. Zatra. Mapkeeper. Ah, das Fußball kann ja manchmal wirklich recht hilfreich sein, ne? Oh, schon wieder so ein Karagor. Och nee, ey. Oh. Nein, das machst du. Lauf weg. Wow. Ich wollte. Oh, ich hasse diese Dinger. Da muss ich euch wieder mit. Ich kann irgendwie. Na, ihr wisst ja, ich bin echt blöd. Ich kann denen nicht ausweichen. Also ansonsten schieße ich halt euch so tot, ne? Also. Wissen wir, geht auch. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und vielleicht einen da rein. Fünf. Zumindest einer weniger. Oh. Oh, was liegt denn da? Geh weg. Friss den nicht auf. Ich will den noch haben. Gehst du da nicht weg? Boah, das ist ja. Oh, Mist, ey. Ich hasse diese Dinger. Geil, hier kommen wir nirgendwo hin. Geil. Tschüss. Oh, ey, also gut, mit den Dingern habe ich jetzt natürlich gar nicht gerechnet. Vielleicht machen die den ja da hinten kaputt. Oh, ich habe gar keine Elf-Dings da mehr. Denn. Kann man den irgendwie. Denn. Hallo? Geht's hier so? Nee, geht nicht. Dann machen wir das halt doch mal anders. Und. Du bist mein. Ach so. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade spannend, ne? Aber irgendwann. Ah, jetzt konnte ich gerade ein Feuerpfeil machen, okay. Wir saugen noch mal ein paar Pfeilchen auf. Ist das alles durcheinander? Ich bin gerade wahnsinnig verwirrt. Und dann steigen wir mal ab. Dann gehen wir uns jetzt hier die Informationen nachholen. Na, weil, was sein muss, muss sein. Duschrad. Der Unsaubere. Lecker. Und hier oben haben wir noch einen Pilz. Und ich glaube, den blauen Pilzchen brauchen wir auch für unsere Hunting-Quest. Wo ist denn der? Da. Genau. Sehr schön. Gut, dann,
Ja, dann machen wir jetzt hier ein Folgenpäuschen. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel geschafft mit dem Aufräumen, wie ich es gerne gehabt hätte. Wir machen jetzt aber hier ein Päuschen und schauen dann in der nächsten Folge, wie bereits gesagt, bei Thorwin vorbei. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, wir kloppen Orks bis zum Umfallen oder sie uns, eins von beiden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!